Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Star Wars The Old Republic und wir fliegen hier auf Rishi in einen ganz neuen Bereich und zwar in den Revanita-Bereich. Wir sind mit Nova Blade durch und müssen nun die Enthüllung der Revanita machen, also die Quest da oben. Und dafür müssen wir uns erstmal in diesen neuen Bereich begeben. Wir fliegen hier ein bisschen übers Wasser und dann porten wir auch schon zügig in den neuen Bereich hinein. Das Tolle an dem neuen Bereich ist, der ist dann mehr in dem Dschungel. Der ist ein bisschen weiter fernab von diesem Hafen. Dort gibt es die ganzen Rishi, Einwohner, Personen, Vögel, wie man sie auch immer nennen mag. Dort gibt es auch einen neuen Flashpoint, den ich auch demnächst machen werde. Und natürlich treffen wir hier sehr, sehr viele Revanita. So, und hier sind wir jetzt. An diesem Strand sind wir gelandet. Und jetzt fahren wir mal hier lang. Oh, hier gibt es aber sofort auch Gegner. Wir werden also nicht freudig begrüßt, sondern müssen uns auch an den Gegnern hier vorbeischmuggeln. Ah, hier sind noch mehr. Ja, da müssen wir wohl auch mal absitzen. Und mal schauen, wie wir hier die Revanita bekämpfen. Die sind jetzt mittlerweile Level 57. Und ich bin auch Level 57. Passt also ideal. Und ja, die Quest hat noch gar nicht richtig angefangen. Ich will erstmal mit jemandem sprechen. Aber schon kann ich 10 Revanita töten, um hier ja die Bonusquest zu erledigen. Also machen wir das jetzt mal schnell. Und dann gehen wir mal mit dem Questgeber sprechen. Hier sind wir auch schon im Rishi-Dorf und kurz bevor wir beim Rishi ankommen, kriegen wir jetzt hier auch schon wieder einen Codex-Eintrag Exonium. Ja, wenn ihr wissen wollt, was das für ein Erz ist, was das hier Besonderes ist, dann lest es einfach durch. Drückt auf Pause, weil so lange lasse ich euch jetzt nicht lesen. Wir wollen nämlich hier weitermachen. Und jetzt gehen wir mal hier zu Arankau, so heißt er. Und hier könnt ihr auch lesen, was das Rishi-Dorf ist und woher das kommt und warum das hier ist und wie das so strukturiert ist und so weiter und so fort. Aber, weg und hättet aber besser Pause gedrückt. Besser, genau, besser. So, mal gucken, was er sagt. Wir wollen ja Story sehen. Oh, fangen wir langsam an. Ihr seid neu hier. Habt ihr hier das Sagen? So läuft das bei uns nicht. Aber wenn ihr wollt, diene ich euch als Ansprechpartner. Wie kann ich helfen? Wie nennt ihr diesen Ort? Das Dorf hat keinen Namen. Es ist einfach nur der Ort, an dem wir Rishi leben. Jeder, der hier lebt, tut es, weil er sich so entschieden hat, ob Rishi oder nicht. Fangen Sie jetzt an, sich über die Einwohner hier zu beschweren, nachdem wir die Piraten in der Räuberbucht hinter uns gelassen haben? Ihr habt den Weg freigeräumt und einen Freund gefunden? Man nennt mich Arankau. Steht ihr mit den anderen Bewohnern dieser Insel in Kontakt? Wisst ihr, was sie vorhaben? Sollte sich ein einzelner Rishi in ihre Belange einmischen wollen, ist das ganz alleine seine Entscheidung. Für uns gibt es keinen Grund, uns dafür zu interessieren. Die anderen Besucher ziehen es außerdem vor, unter sich zu bleiben. Ihr Lager scheint seltsamerweise gespalten zu sein. Eine Gruppe sieht aus wie Sie, die andere wirkt weniger offensiv. Wenn es dort mehr von eurer Sorte gibt, sollte ich vielleicht darüber nachdenken, mich den Revanitern anzuschließen. Ich fühle mich geschmeichelt. Wenn ihre Sith Lords auch nur halb so tödlich sind wie Lana, stecken wir in größeren Schwierigkeiten als auf Manan, wo wir immerhin beinahe Fischfutter geworden sind. Es gibt also ein Lager für die imperialen Verräter und eins für die republikanischen Revanita. Und wirklich warm sind sie nicht miteinander geworden. Das könnte eine Gelegenheit für uns sein, entweder um Vergeltung zu üben oder für ein kleines Täuschungsmanöver. Ich sehe darin vor allem eine Gelegenheit, ihre Truppen zu dezimieren. Deine Vorliebe für rollende Köpfe überrascht mich stets aufs Neue, D4. Aber keine Sorge, dazu kommen wir vielleicht noch. Ich sehe mir diese Revanita-Lager mal genauer an. Und wir versuchen mehr über ihre Aktivitäten hier zu erfahren. Ich hoffe, dass wir bald wissen, wo Agent Shan festgehalten wird. Ich ebenso.
Wir Rishi würden uns darüber freuen, wenn ihr uns im Dorf helfen könnt. Natürlich nur, wenn ihr dafür Zeit habt. Genießt eure Reisen. Ja, so läuft das bei uns nicht. Okay, und da haben wir den Codex-Eintrag für ihn, um mal nachzulesen, wer hier kein Anführer ist, aber ein Ansprechpartner. Ah, okay, Pause drücken, lesen, fertig. Und was gibt's denn? Es gibt hier Armschienen, 178er, alle besser als die, die ich habe und als Dr. Lokin hat. Der hat ja auch List, darum passen immer die Items ganz gut. Und ganz viele Nebenquests hier. Ihr seht ja selber, die Nebenquests werden immer so ja parallel angenommen, zwar mit einer Sprachausgabe, aber ohne Film. Und davon gibt es hier in dem Bereich zwei oder drei Stück. Da vorne ist noch eine. Keine Angst, wir machen nicht die ganzen Nebenquests jetzt. Wir holen uns die hier nur. Was die so erzählen, können da oben links mitlesen in dem Chat. Und jetzt schauen wir uns hier nochmal kurz um, was denn hier noch so ist. Ja, hier ist zum Beispiel auch der Bindepunkt, der Reisepunkt in dem Dorf. Gehen wir da auch mal schnell rein. Schauen wir mal, wo ist er? Da ist er. Und mal gucken, wo der Gleiter uns hinführt. Genau, damit können wir jetzt sofort wieder zurück in den Hafen oder vorne an den Strand, aber das macht nicht viel Sinn. Und natürlich hier den unentdeckten Bindepunkt. So, den Reisepunkt. Jetzt können wir auch hier hinreisen. Wunderbar. Okay, jetzt haben wir aber auf jeden Fall schon mal hier die ganzen Quests angenommen. Ihr seht, wo wir nach hin müssen, nach Westen. Und das ist auch so der letzte Bereich von Rishi, den wir jetzt hier so durcharbeiten. Und hier ist das Flashpoint-Schlacht von Rishi. Den können wir so nicht verstehen. Da kann ich jetzt so ein bisschen überquatschen, weil ich weiß nicht, ob ihr die Sprache könnt von ihm. Aber meine ist, glaube ich, sinnvoller. Und Einzelspieler-Modus starten. Ja? Hier könnt ihr also den Flashpoint machen. Das machen wir beim nächsten Let's Play. Wir machen jetzt die Story-Mission, weil wir wollen ja ein bisschen was hier von dem neuen Bereich sehen. Und dann gehen wir natürlich auch beim nächsten Mal hier in dieses Flashpoint hinein. Bevor wir jetzt hier in den neuen Bereich reinkommen, finden wir noch eine Quest. Also drei Bereichsquests sind auf dem Weg. Dafür müssen wir nun Fleisch sammeln. Und ja, wir müssten Scouts suchen und wir müssten den südlichen Bunker im Revanita-Lager finden. Also haben doch einiges hier vor uns. Überall ist schön Wasser, Wasserfälle, Palmen und so weiter. Also ganz schöne Gegend hier eigentlich. Könnte man mal Urlaub machen. Und jetzt gucken wir doch mal. Finden wir hier überhaupt irgendwelche Mobs? Ja, da sind schon Gorfett. Davon habe ich auch ein Pet jetzt. Habe ich mir mit Rishi-Ruf gegeben. Was kann ich für euch tun? Nun sind wir auch hier ganz im Westen im Rishi-Lager, nein, im Revanita-Lager und haben gerade schon 25 Revanita getötet. Ja, das ist doch schon mal ganz gut, weil das gab schon den ersten Erfolg. Wir müssen jetzt aber noch weiter nach Süden und den ganzen Bereich hier habe ich gerade eben schon gemacht. Habt ihr gerade auf der Map ja gesehen. Jetzt gehen wir dann aber auch mal zu dem Bunker, damit wir weiterkommen. Und da sind schon die nächsten Revanita. Also bald haben wir die 50 voll. Und ja, ich will ja die Erfolge haben. Und wir gehen jetzt aber mal zum Bunker, weil uns Revanita abschlachten, ich weiß nicht. So brutal sind wir doch nicht. Wie es sich gehört, auf dem Weg zum Bunker kommt natürlich auch die Bonusquest dazu, in der wir nochmal 15 Revanita erledigen müssen. Hier sind wir jetzt schon beim 13. Und ja, dann erledigen wir halt noch die beiden, die da stehen. Und dann ist die Bonusquest auch schon wieder erledigt. So, 14 von 15, 15 von 15 erledigt. Bonusquest, Exp ohne Ende. Und jetzt sind wir schon bei 50 Revanita. Fehlen nur noch 50 für den letzten Erfolg hier, für dieses Revanita und ihre Verbündeten Teil. Ja, so, keine Ahnung, wie er, ja, so heißt der Erfolg. Revanita und ihre Verbündeten. Und genau, jetzt gehen wir dann hier noch, oh, kriegen wir wieder eine Quest. Kurz bevor wir hier in die Story-Quest reingehen.
arbeite gegen die Rebellen. Ja, sehr schön. Was müssen wir machen? Nehmt diese Codes. Damit könnt ihr ihre Datenbank löschen. Wir müssen Datenbank löschen. Okay, da will wohl einer überlaufen zu uns. Ich dachte, hier sind die Bösen. Dann gehen wir doch mal hier rein und oh, sofort wieder Story-Mission. Also weiter geht die Geschichte. Habt Geduld, Sergeant. Aber seid bereit. Sobald wir etwas von Rehman gehört haben, beginnt unsere Arbeit. Lord Ifres, da es ist. Ihr seid es, der imperiale Geist. Wir wurden entdeckt. Ich schätze, Darth Maa schickt euch, um seinen Kampf für ihn zu fechten. Wäre ja nichts Neues. Nein, noch besser. Ihr habt von uns erfahren und dachtet, dass Maa seine Finger im Spiel hat. Ihr seid auf eigene Faust hier. Wir haben die Oberhand. Glaubt ihr wirklich, dass die Revaniter sich behaupten werden, wenn ihr vom Imperium und von der Republik verfolgt werdet? Ich kämpfe für das, woran ich glaube. Sollte ich im Dienst Rehmans sterben, dann soll es so sein. Ihr habt einmal für eine andere Sache gekämpft, an die ihr geglaubt habt. Beim Imperium hattet ihr wenigstens die Chance, mit euren Taten etwas zu erreichen. Das ist ein sehr überzeugendes Argument, wenn ich das so sagen darf, mein Sith Lord. Es scheint durchaus so, als hätten wir nun schon eine Weile nicht mehr die Nase vorn. Der Feind auf unseren Fersen und in den Schatten. Von mir habt ihr keinen Widerstand mehr zu erwarten. Ich kann natürlich nicht für alle imperialen Revaniter sprechen, aber für die hier Anwesenden schon. Was soll mit den anderen geschehen? Captain Millenics republikanische Einheit. Was immer ihr vorhabt, meine Kämpfer werden euch unterstützen. Schlussendlich sind wir ja dem Imperium treu ergeben. Na, das war ja jetzt sehr einfach. So, neuer Kodexantrag. Der imperiale Verrat. Dann könnt ihr euch jetzt mal durchlesen, was das hier für ein Verrat ist. Und Pause drücken, weil jetzt geht schon wieder weiter. Okay, was haben wir denn in der Missionsbelohnung? Wir haben Stiefel, 178er, sind auch wieder besser als die von mir und vom Dr. Lokin. Also nehmen wir die doch gerne an als Belohnung. Und ja, können wir sofort mal anziehen. Jetzt sind wir bei der Quest ein doppelter Feind. Wir sind nämlich hier jetzt in der imperialen Revanita Basisbunker oder was das auch immer hier sein mag und gehen jetzt zum nördlichen Bunker und das ist dann der republikanische Revanita Bunker. Also die sind auch zweigeteilt zwischen Imperial und Republik. Ja, die Revanita unter sich können sich wohl auch nicht ab. Und ja, zwischendurch auf dem Weg machen wir natürlich auch noch die Quest, die wir gerade hier vor dem Bunker bekommen haben, das mit der Datenstation. Das ist hier irgendwo in der Gegend, in einem Zelt. Aber das überspringen wir mal, weil das dauert sonst zu lang. Und jetzt sind wir auch schon vor dem nördlichen Bunker. Wir haben auch schon diesen neuen Bereich auf Rishi schon halb erkundet jetzt. Oh, und es fängt sofort wieder mit einer kleinen Story an. Das geht hier Schlag auf Schlag mit der Storyline. Mal schauen, was jetzt hier passiert. Es gibt Berichte über Kämpfe in der Gegend. Ich möchte, dass ihr die Augen nach allem Ungewöhnlichen offen haltet. Wie zum Beispiel... Bei den Sternen. Auf meinen Befehl schießen! Nein, nicht auf euren Befehl. Auf meinen. Ah! Ihr habt Ivres Leute... Ihr habt ihn gegen unsere Sache gekehrt? Was auch immer ihr glaubt, erreicht zu haben, Revan könnt ihr nicht aufhalten. Das verspreche ich euch. Ihr werdet mir erzählen, wo ich Revan finde. In eurem Interesse, lieber früher als später. Ich weiß nicht, wo Revan ist. Aber es gibt eine Festung. Im Tal. Dort haben sie Teron Shan hingebracht. Mehr weiß ich wirklich nicht. Und ich kann meine Vorgesetzten nicht fragen, sonst würden sie Verdacht schöpfen. Ihr seid vom Dienst entbunden, Captain. Und seid froh, dass ich euch nicht in den ewigen Ruhestand schicke. Okay, ich verschwinde. Bin schon weg. Lana, Teron wird in der Festung im Tal festgehalten. Gut möglich, dass Revan auch dort ist. Die Vier soll herausfinden, was die Rishi darüber wissen. Wir bereiten einen Angriffsplan vor, sobald ihr zurück seid.
Ja, dann können wir jetzt schon wieder zurück. Scheint aber auch alles sehr einfach hier zu gehen. Einfach nur ein bisschen mit denen quatschen und die sind immer voll überzeugt. Ich dachte ja schon, dass ich mal gegen einen kämpfen muss oder überreden oder was weiß ich. Aber ich mit meiner Nettigkeit komme überall durch. Naja gut, wenn es so sein soll. Wir Spione sind halt sehr überredungsfähig. Und nun geht zurück. Wir geben die ganzen Quests ab. Und hier steht auch schon der erste. Mal gucken, wie viel Extra es gibt oder was es als Belohnung gibt. Es gibt ein kleines Ruf-Item und 5000 Credits und 25.000 Erfahrung circa. So, davon haben wir da oben noch eine Quest und dann links noch eine. Also wir haben drei Quests, die wir jetzt abgeben können. Anakao gibt uns auch eine kleine Rufbelohnung, die gleiche Erfahrung sonst und hat eine Folgequest. Bei dem kriegt man nämlich jetzt noch die Quest, findet Hinweise zum Weg der Bestie. Hm, auf der Pirsch. Ja, die müssen wir wohl auch demnächst mal machen. Und nun geben wir dann jetzt aber auch mal die letzte Story ab, nämlich wir gehen zu Lana Beniko zurück. Die sitzt da vorne in dem Zelt und mal gucken, was die uns so zu erzählen hat. Wer ist noch zu Besuch? Lana und, Chakaro ist auch hier. Der Wookie, korrekt. Mal gucken, was sie so zu sagen hat jetzt. Da haben wir jetzt das Revenita-Lager erstmal erledigt. Ich habe noch nie ein Volk wie die Rishi getroffen. Pragmatisch, höflich und vernünftig. Wenn das Klima nicht wäre, würde ich es in Betracht ziehen, zu bleiben. Ich könnte mich hier heimisch fühlen. Wirklich? Was galaktische Geheimnisse angeht, hat der Planet nicht viel zu bieten, wenn man die aktuellen Umstände außer Betracht lässt. Aber wie ich bereits erwähnte, habe ich ein paar interessante Informationen erlangt. Die Beobachtungen der Rishi bei der Revanita-Festung decken sich mit dem, was wir bereits wissen. Sie haben mächtige Kriegsschiffe auf Abruf bereitstehen und sie sind gut geschützt. Hat einer der Rishi Teron gesehen? Nein, wir wissen auch nur, was man euch erzählt hat, dass er dorthin gebracht wurde. Wir haben es noch nicht geschafft, die imperiale Flotte zu erreichen, die sich Rishi nähert. Aber ich kann anhand der Nova Blade-Daten sagen, dass sich Darth Mars Flaggschiff darunter befindet. Findet eine Lösung für unser Kommunikationsproblem. Er muss wissen, was ihn erwartet. Ich versuche, die Störungsmuster in einen Code umzuwandeln, der von dem Protokolldruiden der sich nähernden Schiffe entschlüsselt werden kann. Wenn sie ihre Credits wert sind. Macht weiter Druck und haltet ihre Schiffe auf, wenn ihr könnt. Wir versuchen, die Flotte zu erreichen und helfen euch so gut wir können. Ich bin ja auch noch hier, aber Sie haben leider recht. Wir hoffen, dass Agent Shan gefunden wird. Ja, am besten lebendig. Jetzt zeigt den Revanitern, und wenn es das Schicksal will, auch Revan, warum man sich besser nicht mit euch anlegt. Und das war's auch schon wieder. Schaltet die Kriegsschiffe aus, okay. Diesmal Handschuhe 178, auch wieder schick, kann man wieder gut gebrauchen. Und natürlich eine große Rufbelohnung. Oh, bald bin ich 58, dauert nicht mehr lang. Okay, im nächsten Let's Play schalten wir die Kriegsschiffe aus oder gehen ins Flashpoint. Oder sehen noch ganz viel hier von dem neuen Bereich. Auf jeden Fall lohnt es sich dabei zu bleiben. Lasst mir ein Like da und ein Abo. Und wie immer, bleibt mir treu und empfehlt mich weiter. Bis demnächst, hier oben in dem Bereich oder im Flashpoint. Man wird sehen. Bye, bye.